Hallihallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin der M-King und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Ja, und ich habe mich in letzter Zeit ein wenig mit den legalen und illegalen Sachen in Call of Duty Modern Warfare 2 auseinandergesetzt und falls ihr die Map noch nicht erkannt habt oder eben gerade beim Laden der Map nicht richtig hingeschaut habt, es ist die Map Wasteland, die ihr hier seht. Und ich habe mir mal einen kleinen Texturhack heruntergeladen und möchte euch einfach einmal nur zeigen und sagen, ja, wie heftig das ist. Also das ist legal, über VAC ist das legal, in der ESL ist es nicht legal. Und ich habe mir das jetzt nur einmal in Alter Evenet reingehauen hier, wollte mir das mal angucken, wie das aussieht und war wirklich verblüfft. Ja, hier in der Mitte der Map sieht man ja eigentlich immer so eine Hecke und die ist gar nicht mehr da. Also man kann wirklich zur anderen Seite gucken und die Gegner durch die Hecke dort holen. Und auch diese ganze Erde, die normalerweise bewachsen ist mit Gras, das ganze Gras ist gar nicht da. Das heißt, wenn sich einer irgendwo auf die Erde legt, man sieht ihn. Und ich habe mich damit mal auseinandergesetzt und war wirklich verblüfft. Denn das ist legal und das ist ein Riesenvorteil. Ich meine Intervention ist grün. Die Gegner sind rot und meine eigenen Leute sind blau. Also da bringt einem auch kein Eis kalt mehr, nichts mehr, denn das ist wirklich, guckt euch das mal an. Selbst die Abschussserien haben eine andere Farbe, hier diese Schalter, um die UAV zu aktivieren. Und ich werde euch trotzdem diese Datei hochladen. Nur ich werde euch nicht erklären, wie ihr das irgendwo reinpackt oder wie ihr das benutzt. Das müsst ihr dann selber rausfinden, denn ich bin absolut dagegen. Ich bin wirklich total verblüfft, was man an seinem Spiel verändern kann und was trotzdem noch legal ist. Ich werde es euch hochladen. Ihr müsst die Entscheidung treffen, ob ihr euch das dann downloadet. Boah, meine Stimme. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ihr müsst euch das selber entscheiden. Ich werde euch das nicht erklären und ja, das war es heute eigentlich schon von mir. Ich wollte euch nur so einen kleinen Ausschnitt hier zeigen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst das bewerten und kommentieren nicht. Euer M-King.